In den vorangegangenen Videos haben wir uns damit beschäftigt, warum es sinnvoll ist, so etwas wie Softwaretechnik zu haben. Wir haben aber noch nicht genau definiert, was Softwaretechnik eigentlich ist. Und das kommt jetzt. Ich habe mal versucht, die Geschichte der Softwareentwicklung in einer subjektiven Auswahl von wichtigen Meilensteinen an einem Zeitstrahl aufzuschreiben. Computer gibt es eigentlich schon ziemlich lange, so etwa seit dem 17. Jahrhundert, wenn man die mechanischen Rechenmaschinen mit einbezieht. Die ersten vollelektronischen, auf Röhren basierenden Computer gibt es so seit etwa den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. 1941 Konrad Zuse, 1945 die ENIAC. Aber so seit den 50er Jahren kann man sagen, dass Computer eine etwas breitere Bevölkerungsschicht erreichen. Zu der Zeit waren Computer hauptsächlich eine Angelegenheit der Universitäten und des Militärs, aber an den Universitäten wurde der Hauptteil der Software entwickelt. Das änderte sich dann in den 60er Jahren. Da wurden dann die Compiler und die Betriebssysteme besser. Aber die Softwareentwicklung war immer noch, genau wie das vorher auch war, an die Hardware gekoppelt. Das heißt, ein Hardwarehersteller hat zu der Zeit seine eigene Software geschrieben und Software war in dem Sinne gar kein eigenständiges Produkt. Software wurde zusammen mit der Hardware vertrieben. Das änderte sich dann endgültig 1969 in dem Rechtsstreit US, also den United States versus IBM, wo festgestellt wurde, dass das Bündeln von Software gegen Kartellgesetze verstößt. Und das war dann letztlich der Startschuss einer wirklich eigenständigen Softwareindustrie. Zu der Zeit kam dann auch der Begriff der Softwarekrise und die Definition von so etwas wie Software Engineering in die Welt. Das heißt, das war der Moment, wo Praktikern aus der Industrie und Wissenschaftlern an der Universität endgültig klar geworden ist, dass Software nicht einfach nur so ein Beiprodukt ist, was man dann eben mit der Hardware zusammen designt, sondern dass Software eine gewisse eigene Komplexität hat und dass man Methoden braucht, um mit dieser Komplexität umzugehen. Ein, wenn man so will, Abfallprodukt der Beschäftigung mit Software und der Erstellung von Software war insbesondere die Erkenntnis, dass der größte Teil der Softwarefehler oder vor allem der Teil der wirklich sehr teuren Softwarefehler während der Designphase entsteht. Und deswegen wurde die Designphase dann auch zu einem wesentlichen Fokusbereich der Softwareentwicklung und der Vorgehensmodelle. Die 70er und die 80er waren dann auch die goldene Zeit, die Goldgräberzeit der Entwicklung von Vorgehensmodellen. Ich habe die Modelle aus dieser Zeit hier samt und sonders ausgespart, weil die in der damaligen Form heute nicht mehr gebräuchlich sind. Das wäre sicherlich vielleicht ein eigenes Video wert, die mal zu beleuchten. Es hat aber gerade in der Zeit eine unheimlich rege und lebhafte Diskussion stattgefunden, wie man Software am besten entwickelt. Letztlich sind die beiden Meilensteine, die heute noch wirksam sind, eigentlich zum einen 1995, die Entwicklung von Java und der Durchbruch für die objektorientierte Programmierung, nachdem man vorher mit einer Anzahl von anderen Paradigmen experimentiert hat. Also man kam eher so von der prozeduralen Programmierung, die war lange Zeit tonangebend und die objektorientierte Programmierung beherrscht eigentlich unsere Softwarelandschaft bis heute, kann man sagen. Der andere Meilenstein, der bis heute fortwirkt, ist 1997 die erste Version von UML, der Unified Modeling Language, mit der wir uns auch hier in der aktuellen Version beschäftigen werden in der Vorlesung. Letztlich ist UML eine Zusammenführung von unabhängig voneinander entwickelten und existierenden Spezifikationssprachen für Software. Und diese sogenannten drei Amigos, Grady Booch, Ivor Jacobson und James Rambeau, haben 1997 sich zusammengetan, ihre Notationen, ihre Sprachen vereinigt und dann nebenbei auch eine Firma
gegründet, die sie dann später für sehr viel Geld an IBM verkauft haben. Und letztlich ist das bis heute der Standard geblieben, um Software zu spezifizieren, jedenfalls wenn es um so eine formale Spezifikation geht. Der nächste bis heute nachwirkende Meilenstein ist die Vorstellung des Agilen Manifests im Jahr 2001. Letztlich der Bruch mit der bis dahin vorherrschenden wasserfallbasierten Entwicklungsmethodik, wo man also erst vollständige Spezifikationen schreibt, Dokumente von 200 und mehr Seiten und die dann dem Entwicklungsteam übergibt und das Entwicklungsteam implementiert das dann. Das Agile Manifest hat einen Gegenentwurf vorgestellt, der im Wesentlichen darauf beruht, dass man eher kommunikationsbasiert entwickelt, also weniger dokumentenbasiert und in kürzeren Zyklen miteinander spricht und in kürzeren Zyklen auch Änderungen einpflegt in die Software. Was die Architektur von großen Systemen angeht, hatten wir so um die 2005 herum, also vor etwa 15 Jahren, einen wichtigen Einschnitt mit der Entwicklung der serviceorientierten Architektur. Wir werden da in Softwaretechnik 2 mal drauf eingehen, Softwaretechnik 1 eher nicht. Das ist im Grunde genommen der erste Versuch, wirklich sehr komplexe, wie wir sie in den vorangegangenen Videos gesehen haben, Software so zu gestalten, dass man sie nachhaltig warten kann. Serviceorientierte Architekturen sind immer noch verbreitet, sind aber nicht mehr wirklich sehr modern. Man würde, glaube ich, nicht mehr auf der grünen Wiese mit einer SOA, einer System neu entwickeln, weil die doch sehr zentralistisch gebaut sind um so ein zentrales Modell herum. Der Gegenentwurf dazu ist letztlich das, was wir auch hier in Softwaretechnik 1 und dann auch in Softwaretechnik 2 sehr stark machen werden, nämlich das Domain-Driven Design nach Eric Evans, was davon ausgeht, dass jede Entwicklung fachlich zu motivieren ist, also von der Fachlogik, von der Kommunikation mit der Fachseite ausgeht und dass die Entwicklung eher in lokalen, abgegrenzten Kontexten stattfindet, die möglichst gar nicht so stark mit anderen kommunizieren soll, damit man ein bisschen, ich sage mal, Beinfreiheit hat für die Entwicklung. Und dieses Domain-Driven Design ist eigentlich erstaunlich alt, denn so richtig in der Architektur angekommen ist es erst um das Jahr 2015 herum mit dem Aufkommen der Microservice-Architekturen. Diese Daten werden wir in Softwaretechnik 2 nochmal ein bisschen genauer anschauen. Hier in Softwaretechnik 1 werden wir uns eher mit der Modellierung und der Implementierung von Fachlogik innerhalb eines abgegrenzten Bereichs auseinandersetzen. Und deswegen werden wir gleich erstmal so einen Schritt zurücktreten und nochmal so den Software-Lebenszyklus anschauen, welche Phasen es da eigentlich gibt und dann auch anschauen, was wir uns hier in dieser Veranstaltung ein bisschen genauer betrachten werden. Das ist jetzt die Geschichte der Softwareentwicklung. Was ist denn eine Definition von Softwaretechnik? Letztlich sind die Elemente, die Eigenschaften, die Softwaretechnik ausmacht, dass wir zum einen einen strukturierten Ansatz haben, um Software zu erstellen. Wir fassen Softwareerstellung als eine Ingenieursdisziplin auf. Wenn Ingenieure Dinge machen, dann tun sie das nach festen Regeln. Wenn sie zum Beispiel das Bauingenieurwesen nehmen, die nicht wie die Informatik, sagen wir mal, 60, 70 Jahre alt sind, sondern so ungefähr 3000 Jahre alt, dann haben die so für mehr oder weniger jede Aufgabe ein festgelegtes Regelwerk, was man in Buchform aus der Bibliothek holen kann und was letztlich in den meisten Fällen sehr klar sagt, was man tun muss. Wenn ich Kanalrohre in der Straße verlege, dann habe ich eine Norm, die mir sagt, wie breit das Kanalrohr zu sein hat, in Abhängigkeit von bestimmten Parametern. Das haben wir in der Software noch lange nicht. Und die Softwaretechnik versucht im Grunde genommen, einen Satz von Regeln, Best Practices, Prinzipien zu schaffen, die es einem leichter macht, eben solche Softwareprojekte umzusetzen.
Und letztlich bedeutet Softwaretechnik auch, dass ich industrielle Methoden anwenden kann. Sprich, es befähigt mich, sehr große Softwareprojekte zu machen, sodass ich dann eben auch in die Breite skalieren kann und sehr viele Teams parallel an der Software arbeiten lassen kann. Wenn ich die Definition nach IEEE nehme, dann bedeutet Softwaretechnik die Verwendung eines systematischen, disziplinierten und messbaren Ansatzes auf die Entwicklung, den Betrieb und die Wartung von Software. In der Definition sind zwei interessante Dinge drin, nämlich zum einen die hier genannten Phasen Entwicklung, Betrieb und Wartung. Da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf. Und zum anderen die Beschreibung des Ansatzes als systematisch, diszipliniert und messbar. Systematisch heißt, dass ich immer den gleichen Prinzipien folge, wenn ich Software entwickle. Diszipliniert heißt, dass ich diese Prinzipien auch einhalte und Teamstrukturen so aufbaue, dass es mir leicht fällt, sie einzuhalten. Siehe agiles Entwickeln. Und messbar heißt, dass ich ein System von Qualitätskontrolle etabliere, was zu jeder Zeit mir einen Einblick gibt, wie gut denn mein Softwareentwicklungsprozess eigentlich funktioniert. Wenn ich mir den Software-Lebenszyklus anschaue, dann folgt er im Grunde genommen einem Zyklus. Am Anfang steht immer die Anforderungsspezifikation, wo ich die Ziele und die Anforderungen des Kunden an eine Software festlege. Aufbauend darauf mache ich dann den Entwurf, also letztlich die Softwarearchitektur. Dann setze ich die Architektur um, indem ich Source Code dafür schreibe. Dafür brauche ich ein Projektmanagement, was mir die Implementation in gewisser Weise steuert. Das Projektmanagement brauche ich in anderen Phasen auch, aber in der Implementierung brauche ich es sehr dringend. Dann habe ich eine Testphase, in der ich prüfe, ob denn die Software, die ich geschrieben habe, auch den am Anfang spezifizierten Anforderungen entspricht. Dann habe ich eine Installation auf dem Produktivsystem, auf dem System des Kunden. Ich habe hier in der Phase einen starken Fokus auf dem Qualitätsmanagement, wo ich also schauen muss, ist das, was letztlich beim Kunden ankommt, auch das, was er sich ursprünglich gewünscht hat. Dann habe ich hier die Phase, wo ich die Software betreibe. Das heißt, ich schaue, gibt es kleinere Fehler, die behoben werden müssen? Ist die Hardware angemessen? Muss ich die Hardware vielleicht vergrößern oder anders gestalten? Und hierfür brauche ich das Konfigurationsmanagement, was alle kleinen Änderungen an der, insbesondere an meiner Betriebsumgebung nachhält. Und die Wartung ist etwas, was letztlich Zyklen unabhängig von diesem Zyklus beinhaltet, also quasi immer wieder kreisförmig, ja, letztlich neue, kleinere Features ins System bringt und Fehler behebt. Das ist jetzt hier sozusagen ein klassischer Kreis, der gilt, wenn ich nach Wasserfall entwickle, also wenn ich eine Anforderungsspezifikation schreibe und dann die den Architekten übergebe und die schreiben dann eine Softwarespezifikation und übergeben die den Programmierteam und das implementiert das dann und so weiter. Das gilt aber im Grunde genommen auch, wenn ich agil entwickle. Nur beim Agilen sind halt die Phasen sehr viel mehr verzahnt. Also wenn ich jetzt sage, Agilität bedeutet das Entwickeln in kürzeren Zyklen. Wenn ich zum Beispiel nach Scrum entwickle, dann ja, hätte ich Iterationen von vielleicht 2 oder 3 Wochen Länge. Dann würde ich tatsächlich die Anforderungen am Anfang dieses Sprints zumindest so detailliert aufstellen, dass ich danach entwickeln kann. Würde mir dann Gedanken um eine Softwarearchitektur machen, würde implementieren, was testen mache ich als zumindest was Unit-Tests angeht, als Teil der Implementierung. Und ich bin als Team, als Software-Team auch verantwortlich für Installation und Betrieb der Software. Das ist dieser Grundsatz, you build it, you run it. Und Software-Architektur
kann man sich in größeren Systemen dann auch nochmal als getrennt davon funktionierender Zyklus vorstellen, der vielleicht nur auf der höheren Ebene auch wieder versucht, schon ein Big Picture zu malen. Aber im Prinzip entfernt sich auch da dann die Softwarearchitektur nicht so weit von der Implementierung. Hier in dieser Veranstaltung werden wir uns nicht mit allen diesen Phasen auseinandersetzen. Wir werden hier insbesondere auf die Phasen Anforderungsspezifikation, Softwareentwurf und Implementierung schauen. Diese und die hier nicht betrachteten Phasen sind Gegenstand von anderen Veranstaltungen in der Informatik in der TH Köln. Die Anforderungsspezifikation wird in diversen Veranstaltungen nochmal vertieft oder von anderen Blickwinkeln her betrachtet, zum Beispiel im Informationsmanagement oder in der Mensch-Computer-Interaktion, dann im Master im Anforderungsmanagement oder im Geschäftsprozessmanagement. Dann, was so den Softwareentwurf angeht, da gibt es die Vorlesung Datenbanken, die sitzt auch hier parallel zur Softwaretechnik im Bachelor existiert. Es gibt eine Veranstaltung Projektmanagement. Was die Implementierung angeht, gibt es verschiedene Veranstaltungen, die darauf einzahlen, zum Beispiel Algorithmen und Programmierung oder Paradigmen der Programmierung, letztlich auch die Algorithmik. Dann haben wir den ganzen Bereich Testen, Qualitätsmanagement, der sowohl im Bachelor als WPF angeboten wird, wie auch als eigenes Fach im Master. Und der Bereich Konfiguration und Betrieb wird eher dann im Studiengang IT-Management und dem dann später folgenden Master dazu behandelt. Damit haben wir eine erste Definition von Softwaretechnik gesehen. Softwaretechnik als einen methodischen Ansatz zur Softwareentwicklung, der versucht, die Entwicklung wiederholbar, industrialisiert, messbar zu machen. Und wir werden uns in den nachfolgenden Videos dann damit auseinandersetzen, was das im Detail bedeutet.